Hochverehrter Herr Bundespräsident Steinmeier, sehr geehrte Frau Büdenbender, sehr geehrter Herr Präsident Juncker, sehr geehrter Herr Professor Dr. Lammert, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie auch im Namen meines Vorstandskollegen Dr. Rupp mit dem Gruß der Bergleute mit einem herzlichen Glück auf. Heute ist ein schwarzer Tag, denn es ist der letzte schwarze Tag. Der Tag, an dem die Steinkohleförderung in Deutschland endet, endgültig und unwiderruflich. Wenn wir in wenigen Minuten die letzte Kohle zutage bringen, dann schließen wir das letzte Kapitel einer einzigartigen Geschichte, deren Strahlkraft weit über die Kohleregion hinausreicht. Diesen Schlusspunkt zu setzen, fällt jedem Bergmann schwer. Obwohl wir uns der emotionalen Tragweite des heutigen Tages bewusst waren, lässt es sich dennoch kaum in Worte fassen, was unsere Bergleute heute fühlen. Mir geht es da als Vorstandsvorsitzendem und als Bergmann nicht anders als der Mannschaft. Umso bedeutender ist es, dass Sie, Herr Bundespräsident, Herr Präsident Juncker und Herr Ministerpräsident Laschet, uns mit Ihrer Anwesenheit die Möglichkeit eröffnen, in Stolz und Würde vom heimischen Steinkohlenbergbau Abschied zu nehmen. Für diese besondere Ehre ist Ihnen unser aller Dank gewiss. Ein ebenso herzlicher Dank gilt auch der Vielzahl weiterer Persönlichkeiten, die uns zum Abschied die Ehre erweisen. Stellvertretend für alle, die sich große Verdienste für den deutschen Steinkohlenbergbau erworben haben, seien an dieser Stelle genannt der Ehrenvorsitzende der RAG, des RAG-Aufsichtsrates und der Architekt des Stiftungsmodells, Herr Dr. Werner Müller, sowie der Vorsitzende der IGBCE. Sowie der Vorsitzende der IGBCE, Herr Michael Vassiliadis. Herzlich willkommen. Ebenso herzlich begrüße ich an meiner Seite den Vorstandsvorsitzenden der RAG-Stiftung, Herrn Bernd Tönjes, und die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte im RAG-Konzern, Frau Barbara Schlüter. Es wäre mir ein großes Anliegen, an dieser Stelle noch viele weitere Gäste namentlich zu begrüßen. Mit Blick auf die besondere Situation hier am Schacht und der später folgende Begrüßung durch Herrn Tönjes werde ich hiervon aber jetzt absehen. Sehr geehrte Damen und Herren, heute überwiegen bei uns Wehmut und Trauer. Aber unsere Bergleute können auch stolz sein. Unzählige Errungenschaften hat der industrielle deutsche Steinkohlenbergbau in den vergangenen 200 Jahren hervorgebracht. Er war Triebfeder der Industrialisierung, Motor des Wiederaufbaus und hat mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl das Fundament der heutigen EU gelegt. Rund 10 Milliarden Tonnen Steinkohle haben unsere Bergwerke in den vergangenen zwei Jahrhunderten zutage gebracht. Arbeit, Aufschwung und Wohlstand waren im gesamten Land untrennbar mit den Schachtanlagen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland verbunden. Gleichwohl haben wir aber nicht nur Kohlen gefördert, sondern auch Technik, Wissenschaft, Bildung, Soziales und eine von Solidarität geprägte bergmännische Kultur. Viele Errungenschaften, die uns heute selbstverständlich erscheinen, wären ohne die Verdienste der Bergleute undenkbar. Ohne die Energie der Kohle hätten Teile unserer Geschichte einen ganz anderen Verlauf genommen. Das einst ländlich geprägte Gebiet zwischen Rhein, Ruhr und Lippe wäre weder zu einem der wichtigsten
industriellen Zentren Deutschlands aufgestiegen, noch hätte es sich zur Metropole Ruhr, wie es heute genannt wird, entwickelt. Ebenso hätte der wirtschaftliche Aufschwung im Saarland, in Ibbenbüren und rund um Aachen so nicht stattgefunden. Und unser Land hätte wahrscheinlich ein ganz anderes Gesicht und nicht das einer modernen, weltweit führenden Industrienation. Der heimische Bergbau hat sich in seiner Historie einen hervorragenden Ruf erworben und nimmt auch international eine Vorbildrolle ein. Er steht vor allem für technische Innovationskraft, für die erfolgreiche Integration von ausländischen Arbeitnehmern, für eine erfolgreich gelebte Mitbestimmungskultur auf Augenhöhe sowie für Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen. Auch im Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz hat der deutsche Steinkohlenbergbau große Erfolge erzielt und zählt heute zu den sichersten Industriebranchen. Dennoch hat sich zu Beginn dieser Woche auf dem Bergwerk Ibbenbüren ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein junger Mann plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Der erste tödliche Arbeitsunfall im deutschen Steinkohlenbergbau seit 2012 ist eine menschliche Tragödie und erfüllt uns alle mit großer Betroffenheit. Wir trauern um den Verunglückten, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. In bergmännischer Solidarität werden wir seine Familie in dieser schwierigen Situation bestmöglich unterstützen. Wir gedenken seiner. Ich danke Ihnen. Unser aller Mitgefühl gilt heute auch den Opfern und Hinterbliebenen des gestrigen schweren Grubenunglücks in Tschechien. 13 Tote hat die Methangasexplosion gefordert, die sich auf dem Bergwerk Gavira in rund 800 Meter Tiefe ereignet hat. Auch hier trauern wir um unsere tschechischen und polnischen Kollegen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Historie des heimischen Bergbaus ist auch eine Geschichte von harter Arbeit, von Entbehrung sowie vom Kampf um Auskommen und Arbeitsplätze. Stets mussten Bergleute eng zusammenstehen, um immer wieder neue Herausforderungen zu bewältigen. Doch selbst schwerste Lasten haben sie nicht in die Knie gezwungen, sondern ihnen vielmehr die Stärke verliehen, um Dinge zum Besseren zu wenden. Geehrte Gäste, im Jahre 2007 verständigten sich der Bund, die Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland, die RAG und die IGBCE darauf, den deutschen Steinkohlenbergbau bis Ende 2018 sozialverträglich zu beenden. Nicht wenige halten den politischen Beschluss, aus der heimischen Kohle auszusteigen, auch heute noch für falsch. Aber im Gegenzug für den schmerzlichen Kompromiss hat uns das Steinkohlefinanzierungsgesetz das garantiert, was uns wichtig war und ist, die Sozialverträglichkeit im Auslaufprozess. Dass kein Bergmann ins Bergfreie gefallen ist, war ein großer Erfolg, aber keineswegs selbstverständlich, sondern ein Kraftakt, den wir gemeinsam mit unseren Partnern gestemmt haben. Dafür gilt allen Beteiligten, allen voran der IGBCE und den Betriebsräten unser herzlichster Dank. Ein Auslaufprozess ereignet sich nicht einfach nur. Vielmehr waren die vergangenen 11 Jahre ein steiniger Weg voller neuer Herausforderungen, die von Mitarbeitern, Führungskräften und Betriebsräten alles abverlangt haben. Die Leistungen, die unsere Bergleute im Auslaufprozess gezeigt haben, sind ebenso einzigartig wie herausragend. Erhobenen Hauptes und mit Stolz auf ihren Berufsstand haben sie den anspruchsvollen Weg beschritten. Zuverlässig haben sie die Vorgaben und Pläne erfüllt. Ob Förderung, Absatz oder Personalanpassung, die Zahlen stimmten bis zum Schluss. Bis zuletzt haben unsere Bergleute hochmotiviert an der gemeinsamen Aufgabe gearbeitet, den Bergbau sicher ins Ziel zu bringen. Viele tausend Bergleute haben besonders schwere Lasten auf sich genommen. Im Zuge von Bergwerkstilllegungen haben sie nicht nur gewohnte Standorte,
sondern zuweilen auch ihre Heimat verlassen. Für Zehntausende Mitarbeiter galt es zudem, komplett abzukehren. 85.000 waren es allein in den letzten 20 Jahren. Knapp die Hälfte davon haben wir auf Arbeitsplätze außerhalb unseres Unternehmens vermittelt. Auch dieser Prozess hat sich nicht von allein vollzogen, sondern bedurfte der Bündelung aller Kräfte, wie Sie sicher alle nachvollziehen können. Diese besondere Form der Solidarität, die eigenen Interessen dem Wohl aller unterzuordnen und trotzdem bis zum Schluss vollen Einsatz zu zeigen, ist einzigartig und kann vielerorts als gutes Beispiel dienen. Als Vorstandsvorsitzender kann ich nur sagen, dass ich mir niemals eine bessere Mannschaft hätte vorstellen können und dass ich stolz darauf bin, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Hochverehrter Herr Bundespräsident, verehrte Frau Büdenbender, sehr geehrter Herr Präsident Juncker, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, das Ende des aktiven Steinkohlenbergbaus markiert einen tiefen Einschnitt für die Kohleregion und die dort lebenden Menschen, für die RAG Aktiengesellschaft und insbesondere natürlich für ihre Mitarbeiter. Doch auch wenn wir die Förderung heute einstellen, bleiben wir Stadt und Land weiterhin ein verlässlicher Partner und werden den Wandel in den Kohleregionen weiter begleiten, damit dort neues Leben Einzug halten kann, wo Bergleute einst Kohle förderten. Ebenso tragen wir auch künftig Sorge für das historische Erbe des deutschen Steinkohlenbergbaus. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass von der Kultur der Bergleute mit ihren Tugenden, Werten und Traditionen auch kommende Generationen profitieren können. Denn nur wer weiß, woher er kommt, kann Gegenwart und Zukunft bestmöglich gestalten. In diesem Sinn haben wir auch niemals vergessen, was uns Bergleute auszeichnet und worauf es unserer Meinung nach im Berufsleben ankommt: auf Verantwortung, auf Verlässlichkeit und auf Vertrauen. Deshalb gilt unser besonderer Dank am heutigen Tag all unseren langjährigen Freunden und Partnern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und den Kirchen. Immer werden wir uns daran erinnern, dass sie selbst in schwierigsten Zeiten zu uns gestanden haben. Sehr verehrter Herr Präsident Juncker, wir sind froh, dass es uns die Europäische Union ermöglicht hat, den deutschen Steinkohlenbergbau bis zum Ende des Jahres 2018 fortzuführen und damit sozialverträglich zu beenden. Diese Entscheidung hat nicht nur für uns größte Bedeutung besessen, sondern vor allem auch für das Ruhrgebiet, für das Saarland und die ganze Region Ibbenbüren. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet, für das Wohlwollen, das Sie unseren Bergleuten entgegenbringen, gebührt auch Ihnen unser herzlichster Dank. Ihre freundlichen Worte anlässlich Ihrer Neujahrsansprache und Ihrer letzten Grubenfahrt werden uns in bester Erinnerung bleiben. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier, was es bedeutet, unter Tage zu Gast bei Kumpeln zu sein, haben Sie direkt vor Ort erlebt, bei einer Grubenfahrt eben auf diesem Bergwerk Prosper Haniel. Sie haben sich immer für die Interessen der Bergleute eingesetzt. Diese Unterstützung ist und bleibt unvergessen. Zur Erinnerung an den deutschen Steinkohlenbergbau bitten wir Sie gleich, stellvertretend für die Bundesrepublik Deutschland ein besonderes Stück Steinkohle in Empfang zu nehmen. Das letzte, das in Deutschland gefördert wurde. Es steht für die harte Arbeit und die Solidarität der Bergleute, ihre herausragenden Leistungen und ein prägendes Kapitel deutscher und europäischer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Sehr geehrte Damen und Herren, schließen möchte ich meine Ausführungen mit den Worten: die Hoffnung, Wünsche und Traditionen von uns Bergleuten auf einzigartige Weise widerspiegeln und die hoffentlich noch lange Nachhall finden. Glück auf!
Ich bitte Sie, Herr Bundespräsident, Herr Präsident Juncker, Herr Ministerpräsident Michael Vassiliadis, Herrn Tönnies und Frau Schlüter jetzt hier zu mir auf die Bühne. Wo wollen Sie uns stehen? So, so habe ich. Ja, so, genau. Unsere Bergleute bringen jetzt das letzte Stück deutscher Steinkohle zutage. Also ein bisschen drehen. Nee, die kommen erst. Jetzt kommt die Schachtglocke. Glück auf. 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 Sekunde. Glück auf. Das Letzte. Herr Bundespräsident, in wenigen Augenblicken halten Sie das letzte Stück deutscher Steinkohle in Ihren Händen. Für manche ist es ein Stück Kohle. Für Sie soll es ein Symbol für einen bedeutenden Teil deutscher Industriegeschichte sein. Für uns Bergleute war es unsere Welt. Danke. Bin ich geehrt, in der Danke. 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 Schwerer Tag. Ja, sehr schwer. Das ist Geschichte. Ja. Wir nehmen das wieder ab. Bleib hier, bleib hier. Komm her, soll ich mir in den Bundespräsidenten geben. Ja.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste und Ehrengäste, liebe Bergleute, das ist in der Tat mehr als ein Stück Kohle, das ist Geschichte. Und liebe Bergleute, ich weiß, für Sie, die Sie bis zuletzt dem Berg die Kohle abgerungen haben, kann das kein Tag der Feier sein. Es ist ein Tag der Trauer. Nicht, weil der Schacht geschlossen wird, das auch, sondern weil eine Epoche zu Ende geht. Es ist ein Tag der Trauer für Sie. Und das darf ich Ihnen versichern, das ist ein Tag, der viele Menschen in Deutschland bewegt. Ein Tag, an dem sich viele erinnern, dass das am Anfang stand des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach 1945. Ohne Kohle und ohne diejenigen, die unter Tage dem Berg die Kohle abgerungen haben, wäre die Geschichte der Bundesrepublik, die Geschichte dieses Landes anders verlaufen. Es ist ein Stück Geschichte, was ich hier in den Händen halte, aber wie Sie gesagt haben, auch ein Symbol. Ein Symbol für harte und schmutzige Arbeit unter Tage und ein Symbol, Sie haben die Fälle der letzten Tage gerade noch einmal erläutert, auch ein Symbol der Gefahr. Und niemals waren sich Ihre Angehörigen ganz sicher, ob alle wieder gesund nach oben kommen würden. Und das ist ein großer Teil des Respektes, den Ihnen die Menschen entgegengebracht haben und entgegenbringen. Es ist ein Teil des Wohlstands dieser Republik. Und ich hoffe, dass das auch nicht vergessen wird in den revierfernen Gebieten Deutschlands, dass davon alle profitiert haben. Bevor wir jetzt gleich rübergehen und in eine weitere große Veranstaltung noch die Möglichkeit haben, das ein oder andere im Rückblick, aber auch mit einem Blick in die Zukunft zu würdigen, will ich hier den Bergleuten vor Ort sagen, dass ich Ihnen wünsche, dass die Zeit, in der Sie hier im Bergwerk noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt sein werden, nicht jeder Tag ein Tag der Trauer ist. Und dass das Sie hier gelebt haben, Zusammenhalt und Solidarität, ein Wert und ein Beispiel ist, was Sie an andere Menschen und hoffentlich nicht nur im Ruhrgebiet hier weitergeben. Wenn wir das halten, Zusammenhalt und Solidarität, dann ist mir mit Blick auf die Menschen hier im Ruhrgebiet, ihre Art und Weise anzupacken, ihr mutiger Blick nach vorn, dann ist mir jedenfalls um diese Region nicht bange. Glück auf. Glück auf. Nö, das ist nicht schwer. Okay. Ja, die Kilo? Nehme ich jetzt mit nach Hause. Kriegen Sie auch. Ja? Ja. Das kriegen Sie nachher mit. Wir packen das gleich aus, annehmen das Kohl. Heute oder wann Sie das wollen. Ja, okay. Wir singen die ersten 6 Strophen, die 7. und letzte Strophe soll den heutigen Abschluss vorbehalten sein. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet.
gaben das Silber und Gold bei der Nacht. Die da gaben das Silber und Gold bei der Nacht. Aus Felsenstein, aus Felsenstein. Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold. Doch dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, doch dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, dem seien sie hold, dem seien sie hold. Ade, ade, herzliebste mein, und da drunten im tiefen finstern Schacht bei der Nacht, und da drunten im tiefen finstern Schacht bei der Nacht, da denk ich dein, da denk ich dein. Und kehr ich heim zur Liebchen mein, dann erschallet des Bergmanns Fuß bei der Nacht, dann erschallet des Bergmanns Fuß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Hat er toll gemacht. Ja, super. Gehen wir runter, glaube ich, oder? Ja, wir können jetzt runtergehen. Ja. Machen. Oder alle. Ja. Kommt hier mal her. Und bleiben Sie jetzt noch beschäftigt? Ja, ne? Und dann Vorruhestand? Ja, waren wir schon mal auf 10 Jahre. Ja. Steiger Jakob, reden ein bisschen zu uns, Mensch. So, gut jetzt? Gut. Ja. Sehen wir uns gleich noch? Thank you.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundespräsident und Frau Büdenbender. Ja, wir alle stehen noch unter dem Eindruck der Übergabe der letzten Kohle am Schacht Haniel. Die Zäsur in der deutschen Industriegeschichte kam hier sehr spürbar zum Ausdruck. Der deutsche Steinkohlenbergbau ist beendet.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier, verehrte Frau Büdenbender, ich bin froh und dankbar, dass Sie heute aus diesem besonderen Anlass zu uns gekommen sind und dass Sie, sehr geehrter Herr Steinmeier, zu uns sprechen werden. Die Bergleute wissen Ihre Anwesenheit am heutigen Tag sehr zu schätzen. Das haben Sie, glaube ich, gerade am Schachthandel ja auch schon verspüren können. Ich heiße Sie hier noch einmal sehr, sehr herzlich willkommen. Die Steinkohle war immer wieder Gegenstand parlamentarischer Befassung. Und daher ist es folgerichtig, dass Sie, lieber Herr Professor Lammert, als ehemaliger Bundestagspräsident, der zudem einen sehr engen persönlichen Bezug zu unserer Region hat, heute anwesend sind. Schön, dass Sie da sind. Wir beenden mit dem deutschen Steinkohlenbergbau nicht nur eine Epoche von nationaler Bedeutung. Sie war auch von großer historischer Relevanz für die Europäische Union, deren Keimzelle der Vertrag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahre 1951 war. Das Thema Europa war zudem noch nie so aktuell wie gerade in diesen Tagen. Sehr geehrter Präsident der Europäischen Kommission, sehr geehrter Herr Juncker, Ihnen ein herzliches Willkommen. Die Energieversorgung unseres Landes war über all die Jahrzehnte immer ein wichtiges bundespolitisches Thema. Deshalb möchte ich Bundesministerin Schulze und Bundesminister Heil zur heutigen Veranstaltung herzlich begrüßen. Natürlich darf an einem solchen Tag der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem größten deutschen Bergbauland, nicht fehlen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet, es ist uns eine große Ehre, dass Sie bereits zum wiederholten Male bei einer Veranstaltung zum Abschied des Bergbaus an der Seite der Bergleute stehen, in deren Namen ich Ihnen herzlich für diese große Wertschätzung danken möchte. Und ich darf auch die Parteivorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Frau Nahles, begrüßen. Verehrte Frau Nahles, seien Sie uns herzlich willkommen. Als erster Repräsentant des Nordrhein-Westfälischen Landtags ist heute Landtagspräsident Küper unter uns. Wir freuen uns außerordentlich über Ihre Teilnahme. Gestern Abend, meine Damen und Herren, waren viele von Ihnen bereits beim ökumenischen Gottesdienst im Essener Dom dabei. Hier kam noch einmal in besonderer Weise die enge Verbundenheit zwischen Kirche und Bergbau zum Ausdruck. Und so möchte ich die anwesenden Vertreter der Kirchen ausdrücklich begrüßen, namentlich Eure Exzellenz, Urbischof Dr. Overbeck. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, sehr geehrte ehemalige Bundesminister, sehr geehrte ehemalige Ministerpräsidentin Kraft und ehemalige Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen und auch des Saarlandes. Aus dem Kreise der ehemaligen Bundesminister möchte ich einen hervorheben. Lieber Herr Dr. Müller, als Gründungsvater der RAG-Stiftung seien Sie uns besonders herzlich willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Minister der Nordrhein-Westfälischen Landesregierung, auch Ihnen danke ich sehr für Ihr Kommen an diesem bedeutsamen Tag, den wir heute selbstverständlich am Standort des letzten deutschen Steinkohlenbergwerks begehen, eben hier in Bottrop.
Und so grüße ich stellvertretend für alle Oberbürgermeister den Oberbürgermeister der letzten Bergbaustadt im Ruhrgebiet, der den Bergleuten stets eng verbunden war, Herrn Tischler. Die Geschichte der Steinkohle ist auch die Geschichte der Mitbestimmung, meine Damen und Herren. Erbitterte Auseinandersetzungen zwischen Arbeit und Kapital konnten durch das Montan-Mitbestimmungsgesetz befriedet werden. Das sozialverträgliche Ende einer ganzen Branche wäre ohne die Gewerkschaft nicht möglich gewesen. Stellvertretend für alle Gewerkschafter möchte ich daher den Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie begrüßen. Sehr geehrter Herr Vasiliadis, ein herzliches Willkommen bei den Bergleuten. Natürlich geht ein besonderer Gruß heute an alle Bergleute. Als oberste Vertreterin unserer Belegschaft nenne ich namentlich die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates der RAG, Frau Schlüter, die gleich auch noch zu uns sprechen wird. Und im gleichen Atemzug nenne ich Herrn Lazinski, einer Ihrer Vorgänger im Amt, dem wir sehr viel zu verdanken haben. Verehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Vertreter der Bergbehörden, der Verbände und befreundeter Unternehmen, liebe Freunde, Kollegen, liebe Wegbegleiter und Mitstreiter, ehemalige und aktive Führungskräfte des Bergbaus, Ihnen zu unserer heutigen zentralen Abschlussveranstaltung ein herzliches Glück auf zu. Nach 200 Jahren endet das Zeitalter der Kohle, die dem ganzen Land über sehr lange Zeit Aufschwung und Wohlstand gebracht hat. Der 21. Dezember 2018, meine Damen und Herren, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Noch vor gut einer halben Stunde standen wir am Schacht und Bundespräsident Steinmeier nahm das letzte Stück Steinkohle in Empfang. Dieser Moment hat nicht nur mich als Bergmann mit großer Wehmut erfüllt. Das unwiderrufliche Aus für unsere Zechen hat sich kein Bergmann gewünscht. Aber mit Blick auf diese derzeit so emotional geführte Diskussion um die Energiewende steht auf jeden Fall fest, dass es gut war, den Kohlekompromiss seinerzeit einzugehen. Denn dieser garantierte einen sozialverträglichen Auslauf. Das Versprechen, kein Bergmann fällt ins Bergfreie, wurde eingelöst. Hierfür möchte ich allen Mitwirkenden aus Politik, aus der Gesellschaft, aus den Kirchen, insbesondere auch unserem Sozialpartner, der IGBCE, und natürlich auch allen Bergleuten meinen ganz besonderen Dank aussprechen. Gemeinsam haben wir das Ende einer Branche ohne betriebsbedingte Kündigungen gestemmt. Das ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einzigartig. Heute steht der Abschied vom Steinkohlenbergbau im Vordergrund. Die Betroffenheit der Bergleute ist zu spüren und ich lege größten Wert darauf, dieser Betroffenheit respektvoll zu begegnen. Dies haben wir auch im Rahmen unserer Initiative Glück auf Zukunft zusammen mit der RAG, der Evonik und der IGBCE stets im Blick gehabt. Doch alle, die heute wehmütig vom Bergbau Abschied nehmen, müssen auch in die Zukunft blicken. Auch das war Bestandteil von Glück auf Zukunft. Und so ist der heutige Tag eben nicht nur ein Tag des Abschieds und der Trauer, er ist zugleich ein Tag, an dem wir ein neues Kapitel in den ehemaligen Bergbauregionen aufschlagen. Es ist der Beginn der Nachbergbauzeit, die im Saarland ja bereits im Jahre 2012 begonnen hat, und nun auch im Ruhrgebiet und in Ibbenbüren und damit in ganz Deutschland angebrochen ist. Für die RAG-Stiftung bedeutet das in erster Linie die Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben des deutschen Steinkohlenbergbaus, also der Aufgabe rund um Grubenwasser, Poldermaßnahmen und Grundwasserreinigung. Die RAG-Stiftung ist bestens auf die Übernahme der ihr übertragenen Verantwortung vorbereitet. Die Erträge aus den Beteiligungen wie Evonik, Viva West,
der Stiftungsbeteiligungsgesellschaft sowie aus unserer diversifizierten Kapitalanlage stellen die Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben sicher. Der Steuerzahler wird nicht belastet. Die Idee, diese Stiftung zu gründen und gleichzeitig einen neuen Konzern, nämlich die Evonik, aus der Taufe zu heben, stammt von Herrn Dr. Werner Müller. Wie bereits erwähnt, ist er heute als Ehrengast bei uns. Lieber Herr Müller, haben Sie noch einmal aufrichtigen Dank für Ihre strategische Weitsicht und Ihre Beharrlichkeit, die Idee eines Stiftungsmodells auch tatsächlich umzusetzen. Vielen Dank. Dem klug gewählten Stiftungsmodell ist es auch zu verdanken, dass die RAG-Stiftung über Projekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur wichtige Impulse in den ehemaligen Bergbauregionen setzen und hier nachhaltig Verantwortung übernehmen kann. Diese Rolle wollen wir in den nächsten Jahren auch noch weiter ausbauen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei dem Kuratorium der RAG-Stiftung bedanken unter Leitung von Herrn Dr. Grossmann. Wir bekommen hier wirklich gerade auch beim letzten Punkt eine herausragende, gute Unterstützung. Diese Transformation der ehemaligen Bergbauregion spürbar und zügig voranzubringen, ist eine Aufgabe, die nur in enger Kooperation gelingen kann. So zählt das Ruhrgebiet ohne Zweifel zu den Chancenregionen der Zukunft. Bereits erfolgreiche Transformationen lassen sich an den zahlreichen ehemaligen Bergbauflächen ablesen, die heute neu genutzt werden, wo damals Schlote dampften, brauchen heute kluge Köpfe. Zu Hochzeiten arbeiteten im Steinkohlenbergbau rund 600.000 Bergleute und es gab keine Studenten. Inzwischen studieren im Ruhrgebiet rund 270.000 junge Menschen und bald gibt es keine Bergleute mehr. Während damals allein die Arbeit der Grund war, weshalb die Menschen in unsere Region gekommen sind, müssen wir heute mehr bieten, damit die Schwärme junger Leute nicht an uns vorbeiziehen. Und wir müssen diejenigen, die bereits hier sind, verstärkt an uns binden. Dazu braucht es ein Lebensumfeld mit bezahlbarem Wohnraum und hoher Attraktivität. Es braucht anspruchsvolle Arbeitsplätze, die die großen Unternehmen der Region bereits bieten und die auch durch die Förderung einer neuen Start-up-Kultur hier neu entstehen sollen. Für all das, was im Ruhrgebiet an Herausforderungen noch vor uns liegt, setzen wir auf die von Ministerpräsident Laschet gestartete Ruhrkonferenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute beenden wir den deutschen Steinkohlenbergbau. Mit Respekt und Dankbarkeit blicken wir zurück und mit Zuversicht nach vorne. Glück auf!
Konsolidation und friedlicher Nachbar. Wolfsbank, Concordia und Minister Stein. Friedrich Ernestine und Gottes Segen und fröhliche Morgensonne. Grafen Bismarck, Nordstern, Auguste Victoria. Wer, meine Damen und Herren, liebe Gäste und Ehrengäste außerhalb des Ruhrgebiets, könnte sagen, was diese manchmal schönen, manchmal seltsamen Worte miteinander zu tun haben? Sie alle wissen das. Es sind alles Namen von Zechen oder Schächten, in denen 200 Jahre lang hier im Ruhrgebiet Kohle gefördert wurde. Manche sind vergessen, manche werden bis heute erinnert. Wie viele das waren, haben alle hier noch mal mit eigenen Augen sehen können, als im Mai 2010 bei der Aktion Schachzeichen 311 gelbe Heliumballons die Standorte ehemaliger Bergbauschächte markierten. Tausende Menschen im Ruhrgebiet hatten ihre Freizeit geopfert, um die Ballons aufzulassen und nachts zu sichern. Was für ein großartiges Bild, was für eine Demonstration von Geschichtsbewusstsein, von Heimatgefühl, von selbstbewusster Identität. Schon damals hätten die zwei Worte über diese Aktion stehen können, die Sie alle hier in den letzten Wochen oft gehört und gesagt haben, die Worte, die heute Abend, so habe ich gehört, beim letzten Spiel des Jahres die Spieler von Borussia Dortmund auf dem Trikot tragen, mit denen auch ich heute hier anfangen will. Danke, Kumpel. Wir sind heute hier auf Prosper Haniel Zeugen eines historischen Augenblicks. Die letzte Schicht wurde von eben, und das letzte Stück Steinkohle, hier liegt es, in Deutschland gefördert. Das geht nicht nur das Ruhrgebiet an. Und es geht auch nicht nur die anderen Bergwerksregionen an, in denen Steinkohle gefördert wurde. Nein, es geht alle in Deutschland an, denn hier geht ein Stück deutscher Geschichte zu Ende. Ein wichtiges und wesentliches Stück deutscher Geschichte, eines, das hier im Ruhrgebiet jeden Einzelnen geprägt hat, ohne das aber auch unser ganzes Land und seine Entwicklung in den letzten 200 Jahren gar nicht denkbar wäre. Deswegen bin ich als Bundespräsident heute dabei und deswegen sage ich Ihnen an diesem geschichtsträchtigen Tag im Namen aller in unserem Land Glück auf und danke, Kumpel. Heute an diesem Tag wissen wir noch nicht ganz genau, was die Zukunft bringen wird. Vor der Hacke ist es duster, sagt der Bergmann. Also was der nächste Schlag, der nächste Tag, das nächste Jahr bringen wird, das können wir erst wissen, wenn wir angefangen haben, daran zu arbeiten. Vor der Hacke ist es duster. Ich weiß aber, und ich bin sehr froh darüber, dass es gerade hier im Ruhrgebiet von tatkräftigen Menschen und cleveren Ideen wimmelt und dass man entschlossen nach vorne schaut. Einzelne Pioniere tun das. Stadtteile tun das, Vereine, Unternehmen, Start-ups, Kirchengemeinden tun das. Und, auch das ist besonders wichtig, lange hier Verwurzelte tun das, Migranten tun das und oft genug, ganz bewusst, sie alle zusammen. Nein, hier ist nicht nur Melancholie und Sentimentalität. Hier ist vielmehr, und das macht für mich den Geist des Ruhrgebietes seit jeher aus, hier ist sehr viel Mut, sehr viel Wille und Können und noch mehr Ideen, auch für morgen und übermorgen. Und das Motto, das Sie gemeinsam ausgesucht haben, das halte ich für eine wirklich ungemein glückliche Formulierung. Sie ist so einfach und verbindet fast genial Tradition und Orientierung nach vorn. Glück auf Zukunft. Möge aus dem, was heute zu Ende geht, Neues wachsen, eine lebenswerte Zukunft für die Generationen, die kommen,
Glück auf Zukunft, meine Damen und Herren. Ja, wir müssen nach vorne schauen und wir schauen nach vorn, aber niemand kann es uns auch verdenken, wenn wir in dieser Stunde Erinnerungen an uns vorbeiziehen lassen. Dankbare Erinnerungen an glückliche und erfolgreiche Jahre und Jahrzehnte. Aber auch Erinnerungen an schwere Zeiten, an hartes Leben, an die Last eines Alltags, den sich viele heute gar nicht mehr vorstellen können. Was ich jetzt über das Ruhrgebiet sage, das gilt natürlich so oder so ähnlich auch für die anderen Bergbaureviere. Aber hier war nun einmal das größte Steinkohlerevier auf dem Kontinent. Hier sind wie sonst kaum irgendwo die Menschen geprägt von der Kohle. Sie fühlen sich noch immer auf Kohle geboren, wie es schon längst auf den Fanschals von Schalke 04 heißt. Und hier im Ruhrgebiet nehmen wir heute Abschied von einer ganzen Epoche. Schauen wir also ruhig ein bisschen zurück. Bevor der Bergbau, bevor die Steinkohle die Welt so rasant verändert haben, da war das Gebiet, das wir heute Ruhrgebiet nennen, eine Ansammlung kleiner, bescheidener Städtchen und Dörfer. Idyllisch flossen Ruhr, Emscher und Lippe durch grünes Land damals Richtung Rhein. Ackerbau betrieben die Menschen, auch Handel. Immerhin ging die große West-Ost-Verbindung Europas, der Hellweg, jene Straße, die seit Jahrhunderten Brügge mit Nowgorod verband, mitten hindurch. Und ein Stück davon heißt heute A40. In Essen regierten noch wie seit 1000 Jahren Fürstäbtissinnen. Frauen hatten 1000 Jahre lang in einem kleinen Teil dieser Ecke das Sagen. Uralte Gründungen wie die Werder, das Essener Münster zeugen von einer unglaublich langen und reichen Geschichte. Ihre großartigen Kunstschätze, die hat man vielleicht nie schöner gesehen als in der Ausstellung Gold vor Schwarz 2008 in der Kohlenwäsche auf Zollverein, an die sich wahrscheinlich auch noch viele hier im Saal erinnern. Nein, die Geschichte, das will ich sagen, die Geschichte des Reviers hat nicht erst im 19. Jahrhundert begonnen. In Essen nicht, aber auch nicht in Duisburg, auch nicht in Bottrop und Bochum. Und auch Gelsenkirchen gab es schon lange, bevor es die Stadt der tausend Feuer wurde. Das ist eine Zeit lang in Vergessenheit geraten, denn dann kam die Kohle und sie hat eine ganze Region von Grund auf verändert. Und auch das die Welt revolutioniert. Aber die Kohle kam eben nicht von selbst. Dieser unterirdische Schatz, seit Millionen von Jahren vergraben, der musste von Menschen mühselig nach oben befördert werden. Von Menschen, denen keine Arbeit zu hart war und die vom Traum eines besseren Lebens angetrieben waren. Sie kamen aus allen Teilen Deutschlands. Deutschland hatte es ja als einiges Land bis 1871 noch gar nicht gegeben. Aber immerhin gab es seit 1834 den Zollverein, der erste ökonomische Schritt zur Einigung Deutschlands. Die Zeche, die jetzt UNESCO-Welterbe für Industriekultur ist, erinnert daran mit ihrem Namen bis heute. Die Menschen kamen aus den Ostprovinzen Preußens, aus Masuren und Schlesien, darunter zahlreiche Polen. Andere wanderten aus Bayern, Hessen und weiteren Regionen Deutschlands zu, aber auch schon aus Italien, Belgien, Großbritannien, später aus ganz Südeuropa, aus der Türkei, aus Nordafrika und wie einige hier wissen, selbst aus Korea. Und sie blieben hier. Sie fingen an zu arbeiten und sie wurden Kumpel. Kennt ein anderer Beruf ein solches wunderbares Wort? Ein Wort, das ursprünglich den Arbeitskameraden in der selbstständigen Arbeitsgruppe unter Tage meint, eine Arbeitsgruppe, in der man sich auf Gedeih und Verderb, auf Leben und Tod, auf den anderen verlassen können musste.
aber auch eben verlassen konnte. Und darum ist Kumpel in den Sprachgebrauch des Alltags eingekehrt, jemand, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann. Das ist mein Kumpel. Und heute gilt das überall, auf dem Spielplatz, im Labor, auf dem Schulhof, auf dem Bau, in der Uni, im Verein. Aber vor Kohle ist das Wort in diesem Sinn geboren. Vor Kohle wurde aus Fremden Kumpel und vor Kohle war unbedingte Solidarität die erste Währung. Und alles andere kam danach. Der gute Lohn, der Erfolg, der Stolz auf das, was man zusammen hart erarbeitet hat. Sowas prägt über die Jahrzehnte die Mentalität einer ganzen Region. So etwas zieht man auch nicht aus, auch nicht dann, wenn man wie heute zum letzten Mal die Arbeitsklamotten in der Waschkau hochzieht. Nein, sowas bleibt nicht im Trikot, wie man sagt. Was ein Kumpel ist, weiß im Ruhrgebiet jeder unter und über Tage. Denn sowas färbt schließlich auch auf die anderen ab, die hier tief im Westen nicht unter Tage gearbeitet haben. Die oben über Tage geplant und gedacht haben, die Kinder erzogen, Häuser gebaut haben, Musik gemacht haben, Theater gespielt, Gewerkschaften organisiert, Politik gemacht, Zeitungen geschrieben haben, die begeistert und begeisternden Fußball gespielt haben. Und alles das gehört zum Revier. Und jeder hat eben auf seine Weise mit dafür gesorgt, dass man hier nicht nur hart arbeiten, sondern auch wirklich gerne und gut leben kann. Und wenn wir noch einmal von den eigentlichen Kumpeln, den Bergleuten reden, dann dürfen wir, glaube ich, auch die Frauen nicht vergessen. Wer von den Bergleuten und ihrer harten Arbeit, der muss auch erzählen von der nicht weniger harten Arbeit der Frauen. Für die meisten von ihnen war das in den letzten 200 Jahren die tagtägliche Mühe, die Wohnung und die Fenster, die Kleidung sauber zu halten inmitten des ewigen, allgegenwärtigen schwarzen Staubs und Ruß und auch des gelben Drecks einer Zinkhütte. Noch bis in die frühen 70er Jahre mussten die Bergleute für ihre Arbeitskleidung und deren Sauberkeit selber sorgen. Und das waren eben in den zurückliegenden Jahrzehnten meistens die Frauen. Unbesungene Heldinnen, will ich sagen, an die wir heute auch mit Dankbarkeit erinnern. Männer wie Frauen wurden und waren hier Kumpel und das ist nicht verloren gegangen. Und weil das so ist, ist mir für die Zukunft des Ruhrgebiets nicht bange. Der Zusammenhalt, die wichtigste Voraussetzung, um auch in Zukunft etwas auf die Beine zu stellen, über das die Welt staunen kann und staunen wird, diesen Zusammenhalt, den findet man hier und darauf können Sie alle miteinander stolz sein. Der Bergbau hat die Mentalität dieser ganzen Region geprägt und das konnte und kann man auch in Bereichen spüren, wo man es vielleicht am wenigsten erwartet hätte. Der erste Ruhrbischof, der unvergessene Franz Hengsbach, hatte in seinem Bischofsring ein Stück Steinkohle. Er hat keinen jungen Mann zum Priester geweiht, der nicht wenigstens einmal unter Tage war. Und bei der ersten Messe zum Start des neuen Bistums in der Münsterkirche sagte der neue Bischof, so wollen wir denn in Gottes Namen die erste Schicht verfahren. Bis in die Kanzelsprache hat der Bergbau eben seine Spuren gelegt. Und er, Bischof Hengsbach, hätte es auch sicher gut gefunden, dass gestern Abend so viele katholische und evangelische Kirchenglocken zum Abschied vom Bergbau geläutet haben. Und die heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, hat im Himmel dazu vermutlich ein leises Glück aufgesagt.
Aber nicht nur die Verehrung der Schutzpatronin erinnert uns an die besondere Gefahr, mit der dieser Beruf immer und bis zuletzt verbunden war. Nie konnten die Mütter, die Frauen, die Kinder sicher sein, ob ihr Sohn, ihr Mann, ihr Vater heil und gesund von der Schicht zurückkommen würde. An den Bergbau zu erinnern, heißt nämlich auch, an die ständige Angst vor Unfällen zu erinnern. Es heißt, an die vielen Verletzten und Berginvaliden zu erinnern, die der Knappschaftsarzt kaputtgeschrieben hat, wie man das hier so schlicht und drastisch ausdrückt. Es heißt auch, an die großen Bergunglücke zu erinnern, auch an die vielen einzelnen Grubentoten, die mitten in der Arbeit aus dem Leben gerissen wurden. Ich war, glaube, gerade 7, knapp 8 Jahre alt, als ich mit meinen Eltern damals die dramatischen Bergungsarbeiten nach dem Grubenunglück in Lengede noch am Radio verfolgt habe, jeden Tag über viele Tage hinweg. Das Thema ist nicht zu Ende. Sie alle wissen das, vor ein paar Tagen erst kam ein junger Mann bei den Rückbauarbeiten in Ibbenbüren ums Leben. Wir betrauern den Verstorbenen und sprechen allen Angehörigen, Freunden und Kollegen unser Beileid aus. Und genauso gilt unsere Anteilnahme den Angehörigen der polnischen und tschechischen Bergleute, die heute beim Grubenunglück in Karwina ums Leben gekommen sind. Auch ihrer, meine Damen und Herren, wollen wir gedenken. Es bleibt dabei bis zum Schluss. Jeder, der einfährt, der riskiert Gesundheit oder gar das Leben. Diese andauernde Gefahr ist nur Realität unter Tage, aber machte vielleicht auch einen Teil des Mythos aus. Als ein Steiger in dem Film Der lange Abschied von der Kohle, den viele von Ihnen gesehen haben dürften, als der gefragt wird, worauf es bei seiner Arbeit vor allem ankomme, da sagt der Steiger, dass alle meine Jungs nach der Schicht heil wieder nach oben kommen. Das ist der Ausdruck, meine Damen und Herren, existenzieller Verantwortung, die für einen Vorgesetzten unter Tage typisch ist. Und sowas gibt es, weiß Gott, nicht überall im Arbeitsleben. Dafür, dass es Menschen gab und gibt, die diese Verantwortung übernommen haben und getragen haben und weitertragen, auch dafür, meine Damen und Herren, wollen wir heute herzlich Danke sagen. Wir wollen bei alledem nicht die andauernden gemeinsamen Anstrengungen vergessen, die Kumpel, Steiger, Ingenieure, Gewerkschaft und Werksleitungen unternommen haben, um die Arbeit unter Tage in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer sicherer zu machen. Nicht nur die Abbautechnologie, wir haben es gerade im Film gesehen, ist immer raffinierter, immer moderner geworden. Man kann inzwischen, wer hätte das früher gedacht, vom Bergbau, sogar von einem echten Hochtechnologieunternehmen sprechen, mit High-End-Maschinen und Verfahren, wie Sie sie gerade noch mal gesehen haben. Ich sage das, erwähne das, weil ich sicher bin, dieses Know-how, diese Entwicklungen und Technologien, die werden weiterhin in der ganzen Welt begehrt sein. Und auch das kann man ruhig heute noch einmal mit einigem Stolz feststellen. Der Stolz des Bergmanns, das ist nicht nur der Stolz auf die persönlich geleistete Arbeit oder in der Kameradschaft oder die auf der Zeche. Nein, bei ganz vielen ist es auch der Stolz auf die Leistung des Bergbaus insgesamt und auf seine Bedeutung für die Geschichte unseres Landes. Die große Wirtschaftsmacht, die Deutschland vom Ende des 19. Jahrhunderts an wurde, ohne die Kohle, ohne den Bergmann, völlig undenkbar. Und auch, lieber Jean-Claude, die Wurzeln der Europäischen Gemeinschaft liegen hier durch die Gründung der Montanunion. Ich bin mir sicher, du wirst darauf zu sprechen kommen. Wir dürfen allerdings hier in unserem Lande nicht vergessen, vor dem Aufbruch in Europa
Da war Tod, Vernichtung und Zerstörung. Durch einen Krieg, mit dem Deutschland ganz Europa überzogen hatte, eine Kriegsmaschinerie, die befeuert war von Kohle und Stahl, und am Ende brachte der Krieg die Zerstörung ins eigene Land. Im Ruhrgebiet wird die Erinnerung wachgehalten an den fürchterlichen Bombenkrieg, der das Herz der deutschen Industrie und ganz bewusst auch seine Arbeiterviertel treffen sollte und dabei tausende Menschen das Leben kostete. Oft radierte er das Letzte aus, was in manchen Städten des Ruhrgebiets schön war. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann die bedeutendste Zeit der Kohle. Mehr als eine halbe Million Bergleute waren Tag und Nacht auf Schicht, um die Grundlagen des Wohlstands zu produzieren. Ein Wohlstand, von dem wir und nicht nur hier im Ruhrgebiet immer noch leben. Jede Stadt hier im Ruhrgebiet war the city that never sleeps. Kohle wurde gebraucht wie nie. Kohle war der Motor des Wiederaufbaus. Kohle war jetzt wirklich schwarzes Gold. Und das schlagende Herz des sogenannten Wirtschaftswunders, das war hier im Ruhrgebiet. Man könnte dazu viele Statistiken, Zahlen, Tabellen anführen, aber Herbert Grönemeyer hat das alles auf den kurzen Satz an seine Heimatstadt Bochum ausgedrückt. Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt. Und diesen Satz kennt man in ganz Deutschland. Und das ist auch richtig so, denn keiner sollte diesen Satz und die Bedeutung des Ruhrgebiets für den Wiederaufbau in ganz Deutschland vergessen, meine Damen und Herren. Schon ein Vierteljahrhundert her, als Grönemeyer das schrieb, und damals hatte der lange Abschied von der Kohle schon längst begonnen. Heute, wo dieser unvermeidliche Abschied endgültig wird, da darf man sagen, diesen Abschied haben alle zusammen doch alles in allem sehr gut hinbekommen. Dank der starken Gewerkschaften, dank der verantwortungsvollen Werksleitungen konnte man im Rahmen der Mitbestimmung gemeinsame Interessen finden und letztlich dann mit dem Staat gemeinsam und partnerschaftlich ein friedliches, sozialverträgliches Auslaufen der Steinkohleförderung gestalten. Sie müssen nur einen Blick über die Grenzen werfen, meine Damen und Herren. Ein Blick in andere Regionen Europas zeigt, dass auf diese Weise hier bei uns viel Unheil und Not, viel Zorn und Verelendung vermieden werden konnte. Solidarität eben auch am Ende einer langen Geschichte, dass niemand ins Bergfreie fallen sollte, das ist gehalten worden. Und das ist eine wirklich große historische Leistung. Und zugegeben, ja, es werden viele einwenden, eine Leistung, die gekostet hat, für die wir auch alle bezahlt haben. Aber drückt sich in den Milliarden Steuergeldern nicht am Ende doch so etwas wie der Dank des Vaterlandes aus für die, die 1000 Meter unter der Erde in Hitze, Dreck und ständiger Gefahr Gesundheit und Leben riskiert haben? Ich finde, an einem solchen Tag wie heute darf so viel Pathos einmal sein. Und der Dank... Und wenn jetzt über den endgültigen Ausstieg aus der Kohleförderung in Deutschland, also auch der Braunkohle, gesprochen wird, werden sich auch hier Solidarität und Partnerschaftlichkeit zeigen müssen. Auch hier geht es um die Lebensfähigkeit ganzer Regionen. Auch hier geht es darum, den Menschen vor Ort Zukunftsperspektiven zu schaffen. Erst die Perspektive, dann das Auslaufdatum, darum ringt in diesen Tagen auch die Kohlekommission. Meine Damen und Herren, an einem Tag wie heute
erinnern wir natürlich an historische Leistungen. Wir schauen aber eben auch mit großen Hoffnungen und Erwartungen nach vorn. Es gibt Aufgaben, die aus dem schwierigen Erbe der Kohle selber erwachsen. Mancher Dichter hätte vermutlich gerne das Wort Ewigkeitslasten erfunden. Aber es ist keine Poesie, sondern ein knallhartes Faktum. Solange Regen auf die Erde fällt und Menschen hier leben wollen, muss gepumpt werden. Aber wie viel Kreativität und wie viel auch anderswo verwertbare Erkenntnisse im neuen Forschungsgebiet nach Bergbau anfallen, das hat mich in der Tat in der Vorbereitung auf diesen heutigen Tag in Erstaunen versetzt. Ein schwieriges Erbe kreativ nutzen, das ist doch schon mal ein guter Weg. Leidenschaft und Können, das ist das Geheimnis, oder wie Stoppock singt, bewegt dein Herz zum Hirn und schickt beide auf die Reise. Es gibt hier tatsächlich überall gute Ansätze zu Neuem, eine dichte Hochschullandschaft von Dortmund bis Duisburg, Universitäten, Fachhochschulen, Forschungsinstitute, die zur ersten Liga in Deutschland gehören, und jede Menge Gründer, die daraus herauswachsen. Die Gründerallianz hilft ihnen, aus ihren Ideen Produkte, Arbeitsplätze und Geschäfte zu machen. Sie bringt sie mit etablierten Industrieunternehmen in der Region zusammen. Und mit der Initiative Data Hub Ruhr haben sie, die jungen Unternehmen, eben auch Zugang zu einer Datenbasis, wie sie heute Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften ist. Und noch eins. Ich glaube, mit dem Ende der Steinkohleförderung kommt die Rolle des Ruhrgebiets in der Energiewirtschaft keineswegs zu einem Ende. Die Unternehmen der Energiewirtschaft haben sich verändert, aber sie bleiben. Und mit ihnen das in Generationen aufgewachsene Wissen. Zeche Zollverein entsteht gerade, ein neuer Verbund von Forschungseinrichtungen und Unternehmen, ein integrierter Forschungscampus für die Zukunft der Energieversorgung. Optionen für eine energiepolitische Zukunft sollen hier erarbeitet werden, die stabil, nachhaltig und auf weitere Dekarbonisierung der Energieversorgung ausgerichtet. Wie vieles hier im Ruhrgebiet ist auch dieses Großprojekt von jemandem angestoßen worden, der dieser Region mit Kopf und Herz verbunden ist. Lieber Werner Müller, du glaubst gar nicht, wie sehr wir uns freuen, dass du heute bei uns bist. Als 1997 in der Zeit der Stahlkrise und der großen Demonstrationen die Fans bei den Fußballderbys nicht mehr nur ihren Vereinsnamen, sondern gemeinsam Ruhrpott, Ruhrpott skandierten, da war das ein Zeichen dafür, dass ein gemeinsames Heimatbewusstsein in dieser Region entstanden war. Wenn ich das richtig sehe, hat sich das in den letzten Jahren sogar verstärkt. Wo man sich früher oft ein bisschen geschämt hat, aus dem Kohlenpott zu sein, da ist man stolz geworden darauf. Heinrich Böll hatte 1958 noch in einem Vorwort zu einem berühmten Fotoband über das Ruhrgebiet geschrieben: Das Ruhrgebiet ist noch nicht entdeckt worden. Das stimmt nicht mehr. Es ist entdeckt worden, und zwar vor allem und endlich von seinen Menschen selber. Die Menschen hier haben sich selbst entdeckt, ihren Wert, ihren Humor, ihre Unterschiede, ihre Gemeinsamkeiten, ihr Kraft, ihr Können, ihre Identität, und ist vielleicht das größte Wunder der letzten Jahrzehnte. Und dazu hat ganz wesentlich, ich bin sicher, die Kultur hier in diesem Großraum beigetragen, die sogenannte große und die sogenannte kleine. Die großartigen Theater- und Opernhäuser von Duisburg bis Dortmund, das Lehmbruck und das Volkwang-Museum, das Quadrat hier in Bottrop, Schloss Oberhausen, Knappenchöre, Kranger Kirmes, Adolf Winkelmanns Filme und Max von der Grüns Bücher, Herbert Knebel, Helge Schneider, Misfits, Fritz Erkenger, Dr. Stratmann, die Lichtburg, die Galerie Cinema, die anderen Kinos, die Gruger, der Revierpark von der Ort, Kloster Stiepel und vieles andere. Besonders auch die Initiativen, die sich
um die Rettung der weltweit einzigen Industriekultur verdient gemacht haben, wie das Bürgerengagement für den Erhalt der Arbeitersiedlungen und der Industriebauten oder der Klartextverlag oder die Ruhrtriennale und vieles andere mehr. Und so ist hier im Laufe der Jahre etwas entstanden, das man in anderen Gegenden der Welt für selbstverständlich hält, Heimatliebe nämlich. Und ich weiß, dass diese Heimatliebe sich oft einen Ausdruck gibt, dessen große Wärme man im Rest Deutschlands gar nicht versteht. Ich denke an den sprichwörtlichen Satz von Frank Goosen: Woanders ist auch, und Sie können den Satz vervollständigen, selbstbewusstes Understatement nenne ich das, und das ist vielleicht die größte Stärke hier. Mir san mir, sagt man woanders. Sie hier denken das vielleicht auch, aber Sie sagen es nicht so laut. Heimatgefühl ja, Heimatliebe, eine eigene Identität, das sind wesentliche Voraussetzungen, um hoffnungsvoll eine neue Zeit anzugehen, vor allem auch bei der Integration. Integration ist der Schlüssel zur Bewältigung der Zukunft, das gilt für unser ganzes Land, aber hier im Ruhrgebiet, da weiß man das seit jeher. Hier weiß man, dass es nicht so wichtig ist, woher einer kommt, sondern wie einer und eine vor Ort angenommen wird und wie man sich vor Ort verhält und bewährt. Aber dieses Wissen muss man auch jeden mühsamen Tag immer wieder neu in die Tat umsetzen. Es gibt viele, viele Voraussetzungen für eine gute Zukunft hier in der Region. Das Wichtigste natürlich sind die Menschen. Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen, Menschen, die gewohnt sind, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und die in jedem Abschied einen neuen Anfang sehen. Sie haben hier zwei Jahrhunderte lang buchstäblich Berge versetzt. Warum sollte das nicht auch in Zukunft gelingen? Lasst uns gemeinsam eine neue Schicht verfahren. Danke, Kumpel. Glück auf. Und Glück auf Zukunft. Sehr verehrter Herr Bundespräsident, liebe Frau Büdenbender, Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt Ereignisse im Leben, auf die man sich lange vorbereitet und von denen man denkt, letztendlich könne man ihnen doch entgehen. Und dann sind sie plötzlich da und treffen uns fast unvorbereitet. So weh kann Abschied tun. An einem derartigen Tag finden wir uns heute hier ein. Lange gewusst, nie richtig wahrgenommen. Dies ist ein besonderer Augenblick. Und dieser Augenblick ist dicht gefüllt mit Erinnerungen, kollektiven Erinnerungen, individuellen Erinnerungen, Geschichte und Geschichten. Und angesichts der Dichte dessen, was sich hier in kurzen Augenblicken darstellt, weiß man nie so recht, wo man denn den Anfang der Geschichte vermuten sollte, weil man auch das Ende der Geschichte überhaupt nicht mag. Für mich ist dies kein gefühlsneutraler Tag.
Ich komme aus Luxemburg, Stahl. Mein Vater war Stahlarbeiter. Ich habe 1981 die letzte Erzmine in Luxemburg mit Schließen helfen. Ich habe viele Stahlarbeiter auf ihrer letzten Schicht begleitet. Als Arcelor auf Elektrostahl umstellte, war ich bei der letzten Nachtschicht dabei. Und deshalb geht mir das auch sehr zu Herzen, weil mich das an einiges erinnert, was mir im Leben wichtig war und meinem Vater auch. Es ist vor allem das Gefühl der Dankbarkeit, das mich heute beseelt. Dankbarkeit für Hunderttausende, die eigene Lebensleistung und regionale Lebensleistung zu einem großen Ganzen zusammengefügt hat, das auch über diesen Tag hinaus dauerhaften Bestand haben wird. 1923 hat Graf Kudenhof-Kalergi in einem bemerkenswerten Aufsatz, so bemerkenswert, dass heute kaum noch jemand ihn kennt, gesagt, wir müssen in Europa, wenn wir Krieg zwischen den europäischen Nationen verhindern möchten, Kohle und Stahl den nationalen Händen entreißen und sie auf europäischer Ebene zusammenführen. Er war derjenige, der zum ersten Mal von einer europäischen Gemeinschaft von Kohle und Stahl geredet hat. Hätte man ihm damals doch zugehört, es wäre uns vieles erspart geblieben auf unserem Kontinent. Kohle und Stahl, das waren Kriegsmaterial, Kriegsinstrumente und sie dem stupiden Zugriff zu entziehen, war eine große Leistung der Nachkriegseuropäer. Nicht wir, nicht meine Generation hat dafür gesorgt, dass in Europa neue Verhältnisse einzogen. Das war die Generation derer, unserer Eltern und Großeltern, die aus den Konzentrationslagern und von den Frontabschnitten zurück in ihre zerstörten Dörfer und Städte kamen und aus diesem ewigen Nachkriegsgebet nie wieder Krieg ein politisches Programm entworfen haben, das bis heute seine Wirkung zeigt. Und sie haben dieses Unterfangen, dieses Abenteuer mit Kohle und teilweise auch mit luxemburgischem und anderem Stahl begonnen. Mich wundert immer, so beim Sinnieren über das, was war, und beim vorsichtigen Nachdenken über das, was kommen könnte, wieso es eigentlich so ist, dass unter Tage die Solidarität so groß sein kann und über Tage so oft abwesend ist. Unter Tage sind alle gleich. Herkunft, Familienstand spielen keine Rolle. Alle sind gleich unter Tag. Und diejenigen, die unter Tag gearbeitet haben und auch heute noch nicht an vielen Stellen in Europa unter Tag arbeiten, die haben doch irgendwie ein neues Licht in die Welt gebracht, weil sie unter Tag etwas erlebt haben, was sie tagsüber und übertag auch gerne so erleben würden. Kohle hat uns viel gebracht, nicht nur dem Ruhrpott, nicht nur dem Kohlerevier, nicht nur NRW, nicht nur Deutschland. Es hat eine kontinentale Wirkung gehabt, die Kohleförderung. Weil ohne Kohle gäbe es keine Montanmitbestimmung. Und ohne Montanmitbestimmung gäbe es überhaupt keine Mitbestimmung in der Form, wie wir sie hier in Deutschland und sonst wo kennen. Und ohne Kohle und ohne Montanmitbestimmung gäbe es auch keine soziale Marktwirtschaft. Und ohne soziale Marktwirtschaft gäbe es nicht das, was uns bei aller Unterschiedlichkeit der Standpunkte immer wieder zusammenführt. Obwohl diese soziale Marktwirtschaft
in den letzten Jahren manchmal übel mitgespielt wurde. Das, was wir anlässlich der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007 bis vor kurzem erlebt haben, war ja nicht ein Versagen der Marktwirtschaft, sondern ein Nichtbeachten der Kardinaltugenden der Marktwirtschaft, weil das schnelle Geld ist nicht Marktwirtschaft und es hat auch mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Und ohne Kohle hätte es die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl nicht gegeben. Ohne die EGKS hätte es die Europäische Union nicht gegeben. Und ohne Kohle gäbe es auch nicht die Europäische Kommission, weil die ist auch ein Kind der Kohle. Insofern bin ich diesbezüglich total schwarz. Total schwarz. Es gibt ein schönes Gedicht von Rilke. Es gibt sehr viele schöne Gedichte von Rilke. Auch der Panther, schwarz, er auch. Das Gedicht heißt, ich weiß nicht mehr wie, aber Rilke sagt, ich lebe mein Leben in wachsenden Dingen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Nun ist das hier so. Hier ist vieles in wachsenden Ringen entstanden. Und jeder Ring hat seine eigene Bedeutung. Und für jeden Ring steht ein Kumpel. Aber die Ringe hier, die ziehen sich nicht über die Dinge. Die verdecken die Dinge nicht, sondern sie legen die Dinge frei. Und deshalb gilt mein Dank all denen, die unter Tage gearbeitet haben, gilt mein Respekt denen und ihren Familien, weil ohne Familie und ohne Zusammenhalt in der Gesellschaft entsteht nichts. Kohle ist keine spontane Generation. Kohle entsteht durch das Werken und das Wirken der Menschen. Und deshalb bin ich überhaupt nicht, ja, traurig doch, weil eigentlich mag ich das nicht, was wir gemeinsam veranstalten. Aber ich habe doch das Gefühl, hier im Ruhrpott, im Kohlerevier, im Nordrhein-Westfalen gibt es einen Menschenschlag, der stark in all seinen Verästelungen geprägt und geformt wurde von denen, die Kohle gefördert haben. Und dieser Menschenschlag, dieser von der Kohle geformte Charakter, der wird uns alle überleben. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbender, sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden noch oft das Steigerlied singen, mit Inbrunst und mit Emotion, aber der Steiger kommt nicht mehr. Wir beenden heute eine glorreiche Epoche, die Europa geeint und Wohlstand ermöglicht hat. Und deshalb ein besonders herzliches Glück auf allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bergwerks Prosper Haniel. Sie stehen heute im Mittelpunkt, aber es ist für uns alle gewiss kein Tag der Freude. Dazu ist der Einschnitt zu groß. Dazu ist die Wehmut zu groß, die Erinnerung an die gemeinsame Arbeit zu stark und zu frisch und auch das Bewusstsein, dass heute ein zentrales Kapitel unserer Wirtschafts-, unserer Gesellschafts- und unserer Landesgeschichte geschlossen wird. Sie alle haben bis zur letzten Schicht verlässlich ihre Arbeit getan. Dass dann, wenn Not ist, man verlässlich seine Arbeit tut, das kann man noch nachvollziehen. Dass man aber seine Arbeit so verlässlich tut, selbst wenn man weiß, an diesem 21.12.2018 wird Schluss sein, das kann ich mir bei kaum einem anderen Berufsstand wie dem der Bergleute vorstellen. Bis zum letzten Tag die Pflicht getan, gearbeitet für die Energieversorgung unseres Landes. Und Dank. Und Dank und Respekt verdienen auch alle jene, die das vor Jahrzehnten unter ganz anderen Bedingungen getan hat. Wir schließen heute Bergwerke, die wahrscheinlich auf der Welt die technologisiertesten sind, Hightech 1000 Meter unter der Erde. Gestern haben die Tagesthemen von hier berichtet, Glasfaser brauchten die nicht legen. Das war bis in den letzten Punkt des Bergwerks lag das. Wäre schön, wenn wir in allen Regionen unseres Landes das Glasfaser hätten, was hier im Bergwerk war. Das ist Hightech, aber schon die Generation meiner Kinder kann sich das, die in einer Dienstleistungsgesellschaft groß wird, wo viele irgendwann in Büros arbeiten werden, kann sich dieses Gefühl kaum vorstellen, dass jemand zur Arbeit geht, einen Job macht, der hart ist, von dem er weiß, dass er krank werden kann. Tausende sind auch krank geworden. Und dass man zu einem Job geht, wo man sogar sein Leben verlieren kann. Und dass das in dieser Woche noch einmal so tragisch passiert ist, hat uns, glaube ich, alle noch einmal wachgerüttelt, dass wir nicht nur hier in irgendeinen Übergang und irgendwas gehen, sondern alle die, die das über Jahrzehnte in dieser Härte getan haben, sind uns mit einem Mal noch einmal vor Augen gewesen. Und vieles ist gesagt zu dem, was es für das Land bedeutet hat. Als ich im September das letzte Mal eingefahren bin, haben mich ehemalige Bergleute begleitet aus Bosnien-Herzegowina, aus Italien, aus Griechenland, aus der Türkei, aus Marokko oder aus Polen. Diese Menschen und mit ihnen Tausende ihrer Landsleute sind ab den 50er Jahren hierher gekommen, um unser Land mit aufzubauen, weil wir sie gerufen haben, weil wir sie angeworben haben, weil wir Werbekolonnen losgeschickt haben, irgendwo in ländliche Regionen, in Italien, auf dem Balkan, in Südostanatolien, um ihnen zu sagen, bitte verlasst eure Heimat, kommt zu uns. Wenn man manche Debatte heute hört, hat man ja den Eindruck, die seien hier unwillkommen irgendwie hergekommen. Wir waren es, die sie gebeten haben, ihren Teil zu leisten. Sie haben Kinder bekommen, sie haben Enkel bekommen. Sie haben unter Tage über nationale Grenzen hinweg Griechen und Türken, Deutsche und Marokkaner, egal welchen Gott sie haben, unter Tage hat keiner eine Debatte
Pseudodebatte angefangen, gehört eigentlich deine Religion zu Deutschland? Man hat einfach zusammengearbeitet. Man war zusammen unter Tage. Und das ist es, was bleibt, Zusammenhalt in Vielfalt. Das ist ein wichtiger Teil unserer Landesidentität geworden, unserer Identität in Europa, unserer Identität in Deutschland. Das ist das Vermächtnis der Bergleute, gerade hier im Ruhrgebiet. Zusammenhalt, über den verliert man nicht viele Worte, man lebt ihn Tag für Tag. Und gerade in diesen Zeiten rufen wir auch den Spaltern entgegen, diese Identität lassen wir uns nicht kaputt machen, auch wenn die Kohle endet. Und das Gleiche gilt für Europa. Jean-Claude Juncker hat das doch eben beschrieben. 48, 49, 50. Lasst uns diese Kriegsindustrien zusammenlegen und eine Montanunion bilden. Das war das Bekenntnis zu Europa, hier in dieser Region entstanden. Und jetzt stehen wir in wenigen Monaten vor einer Wahl in Europa nach dem Austritt der Briten aus der Europäischen Union, wo wir die Frage haben, haben am Ende Linkspopulisten, Rechtspopulisten, fünf Sterne, wahre Finnen, Clownparteien, Satireparteien, haben die plötzlich eine Mehrheit gegen die, die Demokraten sind, die dieses Europa wollen. Und deshalb wird das, was jetzt vor uns liegt im Mai, diese Europawahl für alle demokratischen Parteien die Chance sein zu zeigen, auch das, was mit der Montanunion begonnen hat, gilt für uns auch in Zukunft, der Zusammenhalt Europas in diesen schwierigen Zeiten. Auch wenn das Zeitalter des Steinkohlebergbaus nun zu Ende geht, bedeutet das nicht, dass wir auf das Know-how der RAG und ihrer Mitarbeiter verzichten können. Denn der Bergbau hinterlässt uns viele Aufgaben, manche sogar noch für einige Jahrzehnte, manche sogar auf Dauer. Ich kenne kein einziges politisches Thema, das hier auf Erden, im Irdischen, das Wort Ewigkeit kennt. Aber diese Aufgabe, Herr Tönjes, du musst die wahrnehmen, lieber RAG-Stiftungsvorsitzender, auf ewig zu garantieren, dass die Folgen dessen, was nach dem Bergbau nötig ist, nicht der Steuerzahler zahlt, sondern dass auch das die Kumpel erarbeitet haben und uns dieses Ruhrgebiet überlassen, sogar mit den Ewigkeitslasten, das ist eine grandiose Leistung, die man auch in dem Zusammenhang einmal so schildern sollte. Das ist aber nur die Idee, es ist etwas erwirtschaftet, auf Kohle gebaut, es sind Unternehmen da, die das weiterführen und die das auf Dauer sichern. Aber erdacht hat das jemand, der hier ist, und wir haben es am zweifachen Beifall heute gemerkt, lieber Werner, ja, dass uns das hier alle bewegt, dass du mit dabei bist. Danke auch von mir, Werner Müller, für diese Jahrhundertidee, die du entwickelt hast rund um diese Stiftung. Die Kohleförderung geht, aber Kohlekraftwerke gibt es trotzdem noch. Sozialer ist das nicht und ökologischer ist es auch nicht, Kohle nun aus Kolumbien und Südafrika 10.000 Kilometer über die Weltmeere herzufahren. Aber die Entscheidungen sind gefallen. Nur eines ist klar. Wir wollen jenseits der Steinkohle Industrieland bleiben. Wir wollen, dass Stahl hier bleibt, dass Aluminium hier bleibt, dass Glasindustrie hier bleibt, dass die chemische Industrie, Evonik als eine der Fruchten, der Früchte dieser Kohle, dass die hier in Zukunft zukunftsfähig sind. Und deshalb muss bei allem, was jetzt in der Energiepolitik erörtert wird, sein, wir wollen die Klimaziele erreichen, aber wir brauchen auch bezahlbaren und verfügbaren Strom. Das ist die große Frage, wo wir uns ein Stück der Rationalität
der praktischen Begabung in manchen politischen Debatten der Bergleute wünschen würden. Die wussten nämlich, worum es da geht, wenn man über ein Industrieland geht. Politik hat beschlossen, 2007, Bund, Land, Saarland, alle Beteiligten, dass das so verträglich funktioniert hat, ist auch eine Folge der Montan-Mitbestimmung. Dass die Gewerkschaften dazu Ja gesagt haben, den Weg mitgegangen sind, ihren Mitarbeitern erklärt haben, wir werden hier unsere Arbeitsplätze in den nächsten Jahren bis zum Dezember 2018 verlieren, aber wir gehen mit, ist eine, ja, wahrscheinlich in anderen Ländern so nicht vorstellbare Leistung. Und deshalb geht mein Dank auch an die deutschen Gewerkschaften in dieser schwierigen Zeit. Dass das politische anders geht, kann man in diesem Steinkohlefilm sehen. Ich glaube, eine große Zeitung im Ruhrgebiet hat den heute jedem Leser beigelegt. Wer sich den anschaut, sieht, wie das in Großbritannien in den 80er Jahren war. Margaret Thatcher hat beschlossen, Ende mit der Kohle. Ein Jahr haben Bergleute gestreikt. Dann ist sogar berittene Polizei auf Bergleute losgegangen. Man hat die Fördertürme abgerissen und die Regionen allein gelassen. Das ist nicht unser Gesellschaftsmodell. Unseres hat länger Zeit gebraucht, hat mehr Geld gekostet, aber hat den sozialen Frieden in diesem Land erhalten. Und auch darauf sollten wir stolz sein. Wie geht's weiter mit der Region? Ja, das war auch so eine Hinterlassenschaft. Ich glaube, Kaiser Wilhelm hat das mal gesagt. Ins Ruhrgebiet, da wo die vielen Arbeiter sind, möglichst keine Kaserne und möglichst keine Universität. Das könnte Unruhe schüren. Er hat das, glaube ich, sehr drastisch sogar gesagt. Nichts zu den Proleten. Unser Gesellschaftsmodell ist auch hier ein anderes. Ministerpräsident Franz Meyers hat 1962 beschlossen, wir bringen in ein Gebiet von 5 Millionen Menschen, wo man nicht studieren kann, wo Aufstieg durch Bildung nicht gelingen kann, die ersten Universitäten. Die Ruhr-Universität in Bochum, die Universität in Dortmund, die gerade am letzten Wochenende 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und jetzt sind wir froh, dass das so ist. Damals gab es 600.000 Bergleute, aber null Studierende. Jetzt haben wir ab morgen am Ende, im Übergang, null Bergleute, aber 270.000 Studierende. Das sind die Kinder derer, die hier hart gearbeitet haben und auf deren Zukunft wir jetzt setzen. Als Ministerpräsidentin Kraft mir das Amt übergeben hat, hat sie mir 4, 5 Themen genannt, wo sie gesagt hat, da müssen Sie jetzt weitermachen. Wir haben begonnen, das ist jetzt durchzusetzen. Das eine war das Max-Planck-Institut für Bochum. Da hat die Arbeit vorher begonnen. Dann ging es darum, international zu werben vor einem internationalen Forum. Lauter Experten sprachen alle nur Englisch, denen zu erklären, warum der schönste Ort in Deutschland eigentlich Bochum ist, um ein solches Institut anzusiedeln. Eine etwas anspruchsvolle Aufgabe, das so zu erklären. Aber es ist gelungen, weil Bochum kooperierte, weil Dortmund kooperierte und weil schon so viel Exzellenz da war, dass das neue Max-Planck-Institut für Cybersicherheit vor wenigen Tagen zugesagt, nun nach Bochum kommt. Das ist in der Digitalisierung fast das Wichtigste, Cybersicherheit. Und da werden sich viele Unternehmen drum ansiedeln. Und das ist genau die Hoffnung, die man an einem solchen Tag wie heute haben kann, dass es weitergeht. In der Aachener Region haben wir das erlebt. Da ist die Steinkohle seit 30 Jahren weg. Aber es gibt heute eine RWTH, wo Professoren Autos erfinden, die elektromobil fahren und die dann selbst industrielle Arbeitsplätze schaffen. Mehrere tausend bisher. Und das brauchen wir auch im Ruhrgebiet. Wenn schon die Autoindustrie die Autos nicht erfindet, dann machen es halt unsere Hochschulen. Und dann gehen wir so in das Zeitalter der Digitalisierung. Das liegt vor uns, aber ich will zum Ende dennoch sagen, Steinkohle hat unser Land geprägt, sie ist ein Teil unserer Identität, sie ist ein Teil des Lebens unserer Familien und mit ihr ist die Grundlage gelegt worden
für ein Leben in Wohlstand. In Dankbarkeit, in Anerkennung, in Respekt verbeugen wir uns heute vor denen, die unser Land groß gemacht haben, vor den Bergleuten und ihren Familien. Ihre Lebensleistungen werden nicht vergessen. Der Steiger geht, aber das Steigerlied wird nicht verstummen. Wir werden es bei offiziellen Anlässen des Landes Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft in diesen Gedanken spielen. Ihr Andenken halten wir in Ehren. Das verspreche ich Ihnen heute im Namen aller Menschen in ganz Nordrhein-Westfalen. Ich wünsche Ihnen für dieses besondere, wahrscheinlich sentimentale Weihnachtsfest 2018 Gottes Segen, Glück auf Zukunft, Glück auf für unser Land. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbender, sehr geehrter Herr Präsident der EU-Kommission, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Dieses Stück Steinkohle, das unsere Bergleute Ihnen, Herr Bundespräsident, gerade übergeben haben, ist zweifelsohne von großer Symbolkraft. Nicht nur, weil damit ein bedeutsamer Teil unserer Industriegeschichte endet und nicht nur, weil das weit über den Bergbau hinaus ein schmerzlicher Abschied ist. Vor allem steht dieses letzte Stück Steinkohle für die großartige Leistung, die unsere Bergleute für Deutschland erbracht haben, bis ganz zum Schluss. Deutschland ist stark geworden, stark und reich mit dem Bergbau und mit der Kohle. Ohne unsere Bergleute hätte es ist schon erwähnt, weder den Wiederaufbau Deutschlands nach der völligen Zerstörung, noch ein Wirtschaftswunder oder die vielgelobte Exportweltmeisterschaft gegeben. Aber die Bedeutung, meine Damen und Herren, des Bergbaus reicht weit darüber hinaus. Ohne die deutsche Steinkohle hätte es über Jahrzehnte keine sichere Energieversorgung gegeben, schon gar nicht im Kalten Krieg. Noch heute brauchen wir im Übrigen jährlich 55 Millionen Tonnen Steinkohle für unsere Kraftwerke. Nur jetzt ist es Importkohle aus Russland, Kolumbien und den USA in dieser Reihenfolge. Mit verantwortlichem Handeln ist das nach unserer Auffassung nicht widerspruchsfrei vereinbar, jedenfalls so lange nicht, solange die Bedingungen dieser Importe ökologisch wie sozial dem deutschen Standard so sehr hinterherhinken. Meine Damen und Herren, der Bergbau hat unser Land aber nicht nur ökonomisch stark und reich gemacht. Die Werte und Tugenden der Bergleute, sie sind angesprochen, sind zugleich eine Grundlage unserer Demokratie und die Basis der sozialen Marktwirtschaft. Die Kenntnis und das Bewusstsein von der Bedeutung dieser Zusammenhänge sind vielleicht nicht mehr allzu allgegenwärtig, wie es früher der Fall war. Aber die deutsche Nachkriegsgesellschaft hat in einem hohen Maße diese Werte aufgenommen und über viele Jahrzehnte kultiviert. Die Verzerrungen und die Radikalisierung, die wir derzeit in der Sprache, in der Politik beobachten, widersprechen diesem Geist und diesen gesellschaftlichen Normen. Die Menschen, davon sind wir überzeugt, in ihrer Mehrheit verletzendes Gegeneinander und eine polemische Politik- und Demokratieverachtung nach wie vor ab. Das ist nicht, meine Damen und Herren,
Das ist nicht der gesellschaftliche Normalzustand in Deutschland und es darf es auch niemals wieder werden, meine Damen und Herren. Und deshalb ist doch dieser Tag des Bergbaus und der Bergleute ein Tag, an dem alle Verantwortlichen in Politik, in Wirtschaft und Gesellschaft aufgefordert sind, sich unzweifelhaft zu bekennen. Zu der Verpflichtung, die aus jeder Spitzenposition für unsere demokratische Ordnung erwächst. Zu der Disziplin, sich der jeweiligen Aufgabe im Interesse der Menschen und des Allgemeinwohls zu stellen. Und zu der Pflicht, diese Demokratie aktiv zu verteidigen, jeden Tag und jede Stunde. So wie Bergleute jeden Tag und jede Stunde füreinander einstehen, diszipliniert und der gemeinsamen Aufgabe verpflichtet. Gelebte Solidarität, Respekt für den Nächsten, Begegnung auf Augenhöhe, unabhängig von Stand und Herkunft. Diese bergmännischen Tugenden sind bis heute fester Bestandteil der DNA auch meiner Gewerkschaft, der IGBCE, und so soll und so wird das auch bleiben. Wir reichen allen die Hand, die sich zu diesen Werten bekennen, die in diesem Sinne unser Land zu einem Land des sozialen Fortschritts für alle machen wollen, meine Damen und Herren. Nicht nur heute, sondern schon das ganze Jahr über hat man in vielen Veranstaltungen, Publikationen und Medienberichten die Leistungen und die Bedeutung des Bergbaus für unsere Gesellschaft gewürdigt. Ich verstehe das als Ausdruck des Respekts gegenüber unseren Bergleuten und auch gegenüber ihrer Gewerkschaft, der IGBCE. Als Ausdruck des Respekts gegenüber konsequent gelebter Solidarität und respektvollen Miteinander. Offensichtlich ein sehr attraktives Gegenmodell, gerade in Zeiten, die durch Ökonomisierung fast aller Lebensbereiche gekennzeichnet ist. Und ich verstehe das als verdiente Anerkennung der enormen Leistungsbereitschaft und der immerwährenden Zuverlässigkeit meiner Bergleute in diesem solidarischen System. Das hat, meine Damen und Herren, nichts mit Kumpelromantik zu tun. Es ist der Beleg, dass es in der Unternehmensführung etwas anderes gibt und etwas anderes geben kann als die Schule der Hierarchie, als die Macht der wenigen und als den kontrollierenden Leistungsdruck. Es geht auch mit Respekt und Würde, mit dem Stolz auf die Arbeit und sei es unter Extrembedingungen. Wie gefährlich die Arbeit trotz der weltweit besten Sicherheitsvorkehrungen sein kann, ist uns am Montag noch einmal auf dramatische Weise vergegenwärtigt worden. Durch den tragischen Tod unseres Kollegen, ein guter und aktiver Gewerkschafter im Bergwerk Ibbenbüren, den wir tief betrauern. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen ebenso wie bei den verunglückten Bergleuten in Tschechien. Meine Damen und Herren, hat diese bergmännische Kultur des Miteinanders quasi zwangsläufig zu dieser besonders ausgeprägten Sozialpartnerschaft geführt? Ich darf es klar beantworten, nein. Neben den sicherlich verbindenden Werten brauchte es Instrumente und Regeln. Da nenne ich zuallererst die gewerkschaftliche Organisation. Im Steinkohlenbergbau lag und liegt der Anteil der nicht gewerkschaftlich organisierten Kolleginnen und Kollegen im Promillebereich. Die Gesetzmäßigkeit dahinter lautet: Gewerkschaftliche Stärke schafft die Voraussetzungen für Souveränität und Kompromisse, die auch halten und die für mehr stehen als lediglich für Verteilungsfragen. Dann nenne ich die Montanmitbestimmung, die paritätische Besetzung des Aufsichtsrats, die echte Gleichberechtigung in Führung und Verantwortung hat aus Konfrontation am Ende Kooperation gemacht. Im Übrigen wurde die Montanmitbestimmung auch im Bergbau keineswegs nach erkenntnistheoretischen Erwägungen der Unternehmerverbände eingeführt, sondern nach einer Urabstimmung mit 96% Zustimmung haben sich Arbeitgeber und die Bundesregierung 1951 durchgerungen,
zumindest für die Kohle und den Stahl die echte Mitbestimmung einzuführen. Am Ende wurde aus jahrzehntelang autoritär geführten Bergbauunternehmen auf dieser Basis eine Partnerschaft auf Augenhöhe entwickelt. Gemeinsam haben wir eine Mitbestimmungs- und Unternehmenskultur geschaffen, die bis heute beispielhaft ist. Das ist eine entscheidende Grundlage für die historische Leistung, den gewaltigen Personalabbau im Bergbau sozialverträglich gestaltet zu haben. Die IGBCE und ihre Vorgängergewerkschaften haben daran einen großen Anteil. Niemand fällt ins Bergfreie. Diese Losung darf aber nicht nur für uns Gewerkschafter Auftrag und Motivation sein. Sie darf auch nicht nur für den Bergbau gelten. Sie sollte, meine Damen und Herren, Leitlinie aller politischen und wirtschaftlichen Akteure sein, wenn es um die Bewältigung jedweden Strukturwandels oder, wie es heute gerne heißt, der großen Transformation geht. Denn das unterscheidet eine sozial verantwortliche Wirtschaft von allen Modellen, in denen es eben nur auf den Markt, den Profit oder den Aktienkurs umgeht und nicht um die Menschen. Diesen Anspruch, im Steinkohlenbergbau gerecht zu werden, bedurfte vor allen Dingen in den zurückliegenden 25 Jahren einer großen personal- und tarifpolitischen Kreativität. Die Beschäftigten, die Betriebsräte und die IGBCE haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Solidarität und Flexibilität gezeigt, um beides zu ermöglichen, einen sozialverantwortlichen und ein ökonomisch darstellbares Auslaufen des Bergbaus. Klar ist aber auch, ohne staatliches Anpassungsgeld und Frühverrentung wäre ein sozialverträglicher Personalabbau nicht möglich gewesen. Und doch musste der Staat, musste die Politik immer wieder an ihre Verantwortung für die Beschäftigten und eine sichere Energieversorgung erinnert werden. Etwa, wenn es mal wieder voreilig darum ging, Kohlebeihilfen zu streichen. Die bis heute eindrucksvollste Demonstration der Verbundenheit von Bergleuten und Bürgern in dieser Frage bleibt das Band der Solidarität. Ein Band, das sich 93 Kilometer quer durch das Ruhrgebiet zog und für das sich 220.000 Menschen an die Hand nahmen. Heute, meine Damen und Herren, ist aber auch der Tag, all denen in der Politik zu danken, die immer oder jedenfalls am Ende mitgewirkt haben, dass eine historische Leistung Wirklichkeit werden konnte. Von 600.000 Bergleuten ist niemand ins Bergfreie gefallen. Ich danke Sozialdemokraten wie Christdemokraten, die in den Bergbauländern und im Bund in dieser langen Zeit die Regierungen führten. Und ich hoffe, dass auch diejenigen, die mit dem Bergbau haderten, am Ende die Größe haben, zu erkennen, dass etwas Einmaliges und Beispielhaftes gelungen ist und heute seinen Abschluss findet. Jenseits programmatischer oder gar ideologischer Grundsatzfragen. Heute ist der Personalabbau. Heute ist der Personalabbau weitgehend bewältigt. Viele Bergleute haben neue Jobs in der Industrie, in der Chemie, in der Braunkohle, in der Kohleverstromung oder am Flughafen. Oder um in Bottrop zu bleiben, die halbe Berufsfeuerwehr besteht heute aus ehemaligen Bergleuten. Mehr als 40.000 Menschen haben wir in den vergangenen 20 Jahren auf komplett neue Berufe und Arbeitsstellen vermittelt. Es ist der Anspruch der IGBCE, dass eben auch nach diesem 21. Dezember in Zukunft in der Braunkohle wie in sonstigen Branchen jeweils für jeden Beschäftigten, insbesondere dann, wenn es um politische Entscheidungen geht, die diesen Strukturwandel hervorruft, für jeden Einzelnen eine Lösung gefunden wird. Für uns jedenfalls ist der Benchmark, niemand fällt ins Bergfreie. Meine Damen und Herren, heute geht der Bergbau, gehen die Bergleute und es bleibt Anstand und Stolz. Es bleibt das Vermächtnis der Solidarität eingebrannt in unserer Erinnerung, aber auch in unserer tagtäglichen Kultur. Der Kumpel als Vorbild ist erwähnt, das bergmännische Miteinander als Leitmotiv.
Wir gehen, die Bergleute gehen, erhobenen Hauptes und bleiben nicht nur in den Revieren zu Hause und präsent, sondern auch in ihrer IGBCE. Ich verneige mich vor den Bergleuten, vor meinen Mitgliedern mit einem herzlichen Glück auf und sage ebenso Danke, Kumpel. Hochverehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bergleute. Ich begrüße Sie alle mit einem ganz herzlichen Glück auf, mit unserem Bergmannsgruß, der etwas Besonderes ist, der Zuversicht verheißt und ein glückliches Nach-über-Tage-Kommen wünscht. Heute ist das kräftige Glück auf mit viel Wehmut verbunden. Wir sind in diesem Moment Zeitzeugen der Beendigung des Steinkohlenbergbaus in Deutschland. Als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte im RAG-Konzern spreche ich hier aus der Mitte der Belegschaft und aus den Herzen der Bergleute. Meine Vorredner haben die großartigen Leistungen des Steinkohlenbergbaus aus ihrer Perspektive beleuchtet und gewürdigt. Sie sind ausführlich auf die technischen, auf die rechtlichen, politischen, sozialen und kulturellen Leistungen und Errungenschaften des Bergbaus eingegangen, auf seine Historie, seine jüngere Geschichte zum Aufbau der Bundesrepublik Deutschland und als Keimzelle eines gemeinsamen Europas. Schließlich sind Sie anerkennend auf die letzten zwei Dekaden mit einem kontinuierlichen, anspruchsvollen, aber vor allem immer sozialverträglichen Rückzug und Auslauf bis zum heutigen Tage eingegangen. Dieses Bild des Steinkohlenbergbaus ist in allen seinen aufgezeichneten Dimensionen in jeder Hinsicht zutreffend. Auf einen Punkt will ich Ihre Aufmerksamkeit nun aber noch einmal richten, auf die Werte und die Tugenden der Bergleute, auf die in den Kohleregionen einzigartige Kultur. Die harte Arbeit und die Gefahrgemeinschaft unter Tage, das Aufeinander verlassen müssen, der Zusammenhalt, all das hat uns geprägt. Die untertägige Arbeit im Berg führt auf die tiefen Empfindungen des Menschen wie Angst, Angst vor Dunkelheit, Einsamkeit, Enge, das Eingeschlossensein zurück und lehrt Respekt und große Demut vor der Übermacht der Natur und den Gegebenheiten im Berg. Umso wichtiger wird in diesen Momenten der Kollege, der Kumpel, der zur Seite steht. Dieses Gefühl endete für die Bergleute nicht am Werkstor. Dieses Gefühl haben sie mitgenommen. Diese Art des Miteinanders setzte sich fort in den Familien, in den Siedlungen, in den Regionen. Bergmann zu sein, im Bergbau zu arbeiten, war prägend für die Familie und das gesamte Umfeld. Die Ehefrauen der Bergleute waren im Alltag auf sich gestellt und selbstständig. Der Mann unter Tage war erst nach langer Schichtzeit erreichbar, falls etwas Außerordentliches geschehen war. Die Kinder lernten früh, Rücksicht zu nehmen, weil der Vater Nacht- oder Wechselschicht hatte und tagsüber schlafen musste. Auch in traurigen und tragischen Momenten standen alle zusammen. Denken wir hier an die großen Grubenunglücke in den Kohleregionen. Die Grubenwehrleute haben ihr Leben riskiert, um das der verschütteten und verletzten Bergleute zu retten. Die Familien haben vor den Werkstoren gemeinsam um ihre Ehemänner, Väter, Verwandten und Nachbarn gebangt. Dieser Zusammenhalt ist nahezu einzigartig. Und dieser Zusammenhalt geht über politische oder religiöse Schranken hinweg, überwindet alle künstlichen Barrieren. Die Bergleute haben sich ohne Ansehen von politischen oder Gepflogenheiten immer auf den Weg gemacht, um ihren Kameraden und den Familien zu helfen und zur Seite zu stehen. Und das ist noch heute so,
ob in Mittel- oder Südamerika oder bei unseren Freunden im Bergbau in der Türkei. Wenn jemand in Not gerät, halten Bergleute zusammen und helfen einander. Ich will es bei den genannten Beispielen belassen, die Ausdruck dafür sind, dass Bergmann zu sein nicht nur ein Beruf, sondern auch eine ganz besondere Lebensweise ist. Diese Lebensgemeinschaft hatte auch eine starke Integrationskraft für ausländische Kolleginnen und Kollegen. Aus vormals Fremden wurden Freunde. Auch die heute moderne Inklusion wurde im Bergbau schon immer gelebt. Wer bei seiner Arbeit Schaden nahm, der war nicht vergessen, sondern erhielt, soweit es ging, andere Aufgaben. Jeder blieb ein wertvolles Mitglied in der Gemeinschaft. Dank enormer und erfolgreicher Anstrengungen auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes wurden diese Fälle in den letzten Jahrzehnten zum Glück immer seltener. Leider haben wir dennoch in dieser Woche den tödlichen Unfall eines erfahrenen Bergmanns zu beklagen. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden der Familie und den Angehörigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ein wichtiges Element unseres Selbstverständnisses war zu jeder Zeit immer auch die Ausbildung. Weit über 100.000 junge Männer und später auch junge Frauen hat der Bergbau alleine seit Gründung der Ruhrkohle AG ausgebildet und dabei auch Schwächeren eine Chance gegeben. Alle haben sich später hervorragend entwickelt. Was ist es, was uns Bergleute ausmacht? Es ist, dass niemand alleine ist, niemand im Stich gelassen wird, niemand zurückgelassen wird, alle mitgenommen werden. Die Vertrauensleute und die Betriebsräte waren immer das Band der Mannschaft zum Unternehmen. Auch in der Freizeit oder im Privatleben standen und stehen die Betriebsräte den Bergleuten zur Seite. Auch deshalb ist, Bergmann zu sein, nicht nur ein Beruf, nicht nur eine Möglichkeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern umfasst auch eine bis privat ins Privatleben wirkende soziale und kulturell prägende Kraft. Wir als Betriebsräte waren immer ganz nah an der Mannschaft und haben diese betreut. Dabei ging es neben den kleinen Problemen des Alltags auch oft genug um große Herausforderungen. Wir waren in jedem Fall erste Ansprechpartner der Kolleginnen und Kollegen in fast allen Angelegenheiten. Auch deshalb ist die Verbundenheit der Kolleginnen und Kollegen untereinander und mit unserem Unternehmen so stark. Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir zusammen in den letzten Jahrzehnten erlebt und gemeistert haben, ist aus heutiger Sicht kaum zu glauben, obwohl wir alle dabei waren und die Handelnden dieser Zeit gewesen sind. Nun heißt es, Abschied zu nehmen vom aktiven Bergbau, der für viele von uns einen großen Abschnitt des Lebens geprägt hat und der gut und gerne als identitätsstiftend bezeichnet werden kann. Eine große Ära geht heute zu Ende. Vor wenigen Minuten ist das letzte Stück Kohle aus einer Teufe von weit über 1000 Metern nach Übertage gefördert worden. Das ist ein historischer Moment und wir sind Zeugen dieses Moments. Lassen Sie uns hier und jetzt innehalten und auch derer gedenken, die diesen Tag nicht mehr miterleben können, die aber die Ära des Steinkohlenbergbaus mitgeprägt haben und ihr Leben im Bergbau verloren haben. Sie alle sind nicht vergessen. Bitte erheben Sie sich zum Andenken von Ihren Plätzen. Vielen Dank, dass Sie sich alle zu Ehren der verstorbenen Bergleute von ihren Plätzen erhoben und ihrer gedacht haben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Bergleute beenden den deutschen Steinkohlenbergbau erhobenen Hauptes. Wir wissen, dass wir eine harte und fordernde Arbeit gemeistert haben. Und wir haben dieses getan. Traditionsbewusstsein, mit Toleranz, mit Fleiß, uneingeschränkter Kameradschaft, Solidarität und mit einem ehrlichen Herzen.
Unsere Tugenden und Werte haben wir in die Familien und Regionen gebracht und sind uns sicher, dass diese nicht in Vergessenheit geraten werden. Und darauf sind wir stolz. Was bleibt? Sicher mehr als die Wehmut dieses Augenblicks. Die Wehmut und die Trauer wird uns Bergleute erst richtig erfassen, wenn es still wird, wenn wir alleine sind. Erst dann wird jeder Einzelne von uns spüren, was fehlt, was nicht mehr da ist. Ich verabschiede mich im Namen aller Bergleute und ihrer Familien von Ihnen mit einem herzlichen und stolzen Glück auf und bitte Sie, mitzuwirken, dass die Tugenden und Werte der Bergleute auch weiterhin erhalten bleiben. Sie sind es wert, fortzubestehen. Glück auf! Sehr geehrte Gäste, liebe Bergleute, heute sind wir Zeugen eines historischen Ereignisses geworden. Wir haben die letzte Steinkohle in Deutschland gefördert und damit das beendet, was uns und unser Land in den vergangenen 200 Jahren angetrieben hat. Am 21. Dezember 2018 der 21. Dezember 2018 wird als historischer Tag in Erinnerung bleiben. In den Kohlerevieren, in unserem Land und auch in Europa. Besonders wir Bergleute und alle, die dem Bergbau nahestehen, empfinden heute Wehmut und Trauer. Aber auch Dankbarkeit. Dafür, dass Sie, sehr geehrte Gäste, heute an unserer Seite stehen und dem deutschen Steinkohlenbergbau einen würdevollen Abschied bereiten. Besonderer Dank gilt unseren Ehrengästen. Herr Bundespräsident, Herr Präsident der Europäischen Kommission, Herr Ministerpräsident. Die Anerkennung, die Sie dem Lebenswerk unserer Bergleute entgegenbringen, erfüllt uns mit Freude und bescheidenem Stolz. Ihre Worte, die die Verdienste des Bergbaus auf einzigartige Weise würdigen, werden noch lange Nachhall finden. Nehmen Sie hierfür bitte unseren herzlichsten Dank entgegen. Sehr geehrte Damen und Herren, Bergbau ist nicht eines Mannes Sache. Das gilt nicht nur auf unseren Bergwerken, sondern auch jenseits der Werkstore. Besonders im letzten Jahr haben wir viel Zuspruch und große Anerkennung erfahren. Diese Wertschätzung hat uns natürlich gefreut. Aber es gehört auch zur Wahrheit, dass sich unsere Bergleute früher schon einmal an der einen oder anderen Stelle von dem einen oder anderen mehr Unterstützung gewünscht hätten, als sie sich um ihre Arbeitsplätze gesorgt haben und die Sozialverträglichkeit im deutschen Steinkohlenbergbau auf dem Spiel stand. Umso dankbarer sind wir den Freunden und Partnern, die seit Jahrzehnten an unserer Seite stehen. Ohne ihre Unterstützung wäre schon lange Schicht im Schacht gewesen. Es wäre mir deshalb ein großes Anliegen gewesen, die Verdienste aller unserer Gäste zu würdigen und bitte um Nachsicht, dass dies leider nicht möglich ist. Einigen langjährigen Weggefährten im besten Sinne möchte ich dennoch kurz danken. Herrn Huberto Schmoldt, Herrn Hans Berger, Herrn Klaus Südhofer, für die IGBCE bzw. IGBE.
Herrn Ludwig Laczynski, Herrn Norbert Maus, Herrn Mirko Skela, Herrn Jürgen Kohl für die Spitzen der Gesamtbetriebsräte. Ganz besonders danke ich auch unserer ehemaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die uns Bergleuten immer treu zur Seite stand und steht. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Am Mittwoch hat der FC Schalke 04 den Bergleuten einen emotionalen und unvergesslichen Abschied bereitet. Viele Bergleute haben sich dafür bei mir persönlich bedankt, durch E-Mails, Telefonate oder auch ganz persönlich. Diesen Dank möchte ich weitergeben an den FC Schalke 04. Lieber Gerd Rehberg, nehm ihn gerne von uns mit. Am gestrigen Abend fand ein ökumenischer Gottesdienst im Dom zu Essen statt, der uns Bergleute sehr bewegt hat. Dafür danke ich den Kirchen von Herzen, stellvertretend Herrn Bischof Overbeck und Herrn Rekowski. Vielen Dank. An diesem für uns bewegenden Tag gilt mein besonderer Dank auch dem WDR-Sinfonieorchester und dem Ruhrkohlechor. Mit ihren ausgezeichneten Darbietungen haben sie die Emotionen der Bergleute auf einzigartige Weise wiedergespiegelt und dem Abschied vom Bergbau einen musikalisch würdigen Rahmen bereitet. Dankeschön. Zur Organisation und dem Gelingen des heutigen Tages haben viele Menschen ihr Bestes gegeben. Ich will jetzt niemanden namentlich nennen. Ich danke allen, die hier daran mitgearbeitet haben. Sie können mir glauben, das war eine Menge Arbeit. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte gestatten Sie mir zum Schluss einige persönliche Worte an Herrn Vasiliadis, Herrn Tönnies und Frau Schlüter zu richten. Lieber Michael, lieber Bernd, liebe Barbara, wir blicken auf stürmische Jahrzehnte zurück. Unzählige Untiefen mussten wir umfahren, um den heimischen Bergbau immer sicher auf Kurs zu halten. Das konnte uns nur gelingen, indem RAG, RAG-Stiftung, IGBC und Betriebsräte immer auf engste zusammenstanden. Trotz bisweilen unterschiedlicher Meinung haben wir zum Wohle aller immer denselben Kurs eingeschlagen. Wir sind eine Gemeinschaft, die immer wusste, worauf es ankommt. Und das wird in Zukunft auch so bleiben. Hab tausend Dank dafür. Ich bin sicher, dass ich für uns alle spreche, wenn ich sage, das Beste, was uns im Berufsleben widerfahren ist, ist unsere einzigartige Mannschaft. Ich hätte mir keine bessere wünschen können. In Dankbarkeit verneige ich mich vor unseren Bergleuten. Ich verspreche, dass wir die Werte, Tugenden und das historische Erbe des deutschen Steinkohlenbergbaus in die Zukunft tragen werden. Glück auf!
Vater.